Hallo Comic-Freunde! Hallo liebe Comic-Freunde! Herzlich willkommen auf unserem Kanal! Und bevor es losgeht... Und wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt... Dann drückt den Abo-Button! So sieht's aus und die Glocke nicht vergessen! Somit verpasst ihr in Zukunft keine Reviews und Berichte mehr. Und nun würde ich sagen... Geht's los! Abfahrt! Yes! Hallo und herzlich willkommen zu unserem Best of Comics 2020. Hallo. Wir haben gedacht, wir machen auch mal so eine kurze Nummer, wie es halt jeder macht, weil es alle machen. Ja. Und was alle machen, können wir auch. Genau. Und Michael und ich, wir sprechen mal ganz kurz über unsere Top 3, die wir empfehlenswert finden, sage ich mal, oder die uns sehr gut gefallen haben dieses Jahr. Jawohl. Genau. Dann würde ich mal sagen, damit du meins nicht siehst und ich deins nicht, dann macht er gerne so. Fang du mal mit deiner 3 an. Mit meiner 3. Was war deine 3? Ich muss, ja, da muss ich jetzt erstmal ein bisschen die Regeln brechen. Und zwar habe ich eine Honorable Mention. Weißt du? Weil, wenn ihr unsere Review zu Maus gesehen habt oder sehen werdet, ich nehme an, die wird das später kommen. Ja, ich glaube es auch. Ich fühle mich ein bisschen schlecht damit zu sagen, es ist ein geiler Comic, den muss man gelesen haben, das ist ein Mega-Ding. Es ist ein Mega-Ding und man sollte es gelesen haben, aber ich kann nicht sagen, das ist ein geiler Comic und ich fühle mich irgendwie schlecht, wenn ich den auf eine Top-Liste setze. Nee, das ist was Eigenes. Also richtig, deswegen Maus ist das von Art Spiegelmann, wir haben es ja noch hier liegen, wir haben jetzt gerade Reviews aufgenommen, deswegen Maus von Art Spiegelmann. Deswegen, es ist meine Honorable Mention und deswegen ist er nicht auf der Liste. Mhm. Genau, weil es halt einfach... Ja, schaut euch die Review an. Gut, meine Nummer 3. Teilen sich zwei und zwar ist es dann mehr dieser Stil. Okay. Und zwar Raoul und Don John. What? Ja, weil es einfach mega bescheuerter Humor ist. es ist einfach mega. Sehr geil. Es ist einfach Barbaren-Dave in Comic. Ja. Ja. Das macht Spaß. Ja. Das ist gut. Adventure-Hum. Ja. Hat auch übrigens... War aber... Vorletztes Jahr, glaube ich schon. Adventure Hoon hat auch Rudolf Dirks Award 2020 gewonnen in Comedy, glaube ich. Okay. Die waren jetzt erst, also wir durften da abstimmen. Also ich. Aha. Ja, weil ich halt mich da angemeldet habe. Und wenn man so ein bisschen was mit Comics zu tun hat und so ein bisschen so Medienschaffender ist, sage ich mal, so wie wir das sind, kann man sich beim Rudolf Dirks Award anmelden und dann entweder sagen die ja oder nein halt und dann immer, wenn es dann zu der Abstimmung kommt, dann kriegst du halt einen Invite-Link, also eine Einladung geschickt und dann kannst du da abstimmen. Und Adventure, weiß ich eben auch, war da dabei und die hat auch gewonnen, die Franziska Ruffler. Okay. Herzlichen Glückwunsch dazu. Deine Nummer 3. Meine Nummer 3 ist Vakuum von Reprodukt von Lukas Jüliger. Hast du auch gelesen? Hilf mir kurz. Klar, mach ich gerne. Es sind die ersten warmen Tage des Sommers. Ein Junge langweilt sich. Das ist auch so geil. Es sind die ersten Tage des Sommers. Ein Junge langweilt sich. Erst als ein Mädchen seine Nähe sucht und ihn anspricht, scheint das Leben interessant zu werden. Sie verbringen Zeit miteinander, die Welt wird verwirrend. Beginnt zugleich aber mehr und mehr zu blühen, bis die Stadt von einer Tragödie erschüttert wird, ein junger Mensch stirbt. Als die beiden sich auf seine Spuren begeben, ahnen sie schon bald, dass es womöglich nicht nur ihre Schulzeit ist, die nun zu Ende geht. Das mit dem Ding hier, genau. Das war auch so ein bisschen Coming of Age. Das war, ja, jetzt wo du sagst halt, das ist auch so ein bisschen so ein Coming, wir hatten vorhin drüber, ja, egal. Wir hatten Coming of Age Geschichten und Vakuum könnte man da auch so natürlich mit reinpacken, klar. Stimmt, wir hatten es über West Texas hatten wir. Ist das nämlich auch ein Coming of Age und da passt der mit rein. Und der Comic ist bei mir auf Platz 3, weil ich hatte noch nie so einen WTF-Moment beim Comic-Lesen wie in dem Comic, Leute. Ernsthaft? Ernsthaft. Kein Sandmann? Nein. Auf andere Art. Also, okay. Nee, das war so eine Art Fremdschämen-WTF. Okay. Keine Ahnung. Ich meine, also das war so. Ja, ja. Nein, das war so wirklich so. Das war ein WTF-WTF mit 5 Ausrufezeichen, wie ich das Panel gesehen hatte. Ich möchte es euch nicht spoilern. Weil das muss man einfach, Gott, das muss man gesehen haben. Nee, okay. Muss man nicht. Doch, muss man. Man muss es gesehen haben. Vor allem, was ich halt intelligent finde von Lukas Jüdinger, hat es halt intelligent erzählt, dass eben das, was da gezeichnet wurde, eine Metapher für etwas ist halt. Und das fand ich halt super intelligent und super schlau gemacht und wow.
Respekt dafür, also Vakuum bei mir auf Platz 3. Auf vom, habe ich es gesagt, Reproduktverlag. Mein Platz 2 wäre Handmaid's Tale. Echt? Ja. Oh, krass. Den Comic, den wir gelesen haben. Okay. Richtig. Weil? Weil ich das Setting einfach mega gut finde und ich bin eh so ein Fan von so Dystopie-Geschmarri wie VW Vendetta oder... Oink ist auch so ein oder, Ding. Oder Oink oder Equilibrium oder sowas. Da, das hat halt einfach voll mein Geschmack getroffen irgendwie. Okay. Habe ich jetzt auch angefangen mit der Serie. Leider erst die erste Folge nur gesehen, aber... Okay. Schon, es wird anders erzählt als im Comic, das ist, ja, okay. Aber, also es hat mich auf alle Fälle sehr beschäftigt, weil es halt... Ja, es ist irgendwie so eine ganz komische Gesellschaft, die da entstanden ist irgendwie. Und das es ist ja die Sache, dass Nadine und ich die Serie vorher gesehen haben, 2 Staffeln, und dann diesen Comic gelesen haben. Und dann funktioniert der Comic, aber wir haben es in der Review, glaube ich, gesagt, nicht mehr wirklich. Weil es fehlt einfach so viel in dem Comic, was ja verständlich ist, weil der Comic einfach nur eine begrenzte Zahl an Seiten hat. Und es geht so viel verloren einfach, was die Serie aber bringt. Also die Serie ist viel bedrückender wie der Comic und noch viel dystopischer, als der Comic das rüberbringt. Aber der Comic hat definitiv auch seine guten Seiten gehabt. Handwerklich war die Zeichnung, war, glaube ich, sehr geil. War so auch Wasserfall, Wasserfall. Hm? War ein Wasserfall der Gefühle bei mir. Aquarell, glaube ich, waren so Aquarell-Bleistiftzeichnungen. Glaube jetzt nicht, aber ist egal. Ist wurscht. Auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall auch Laune gemacht. Stimmt schon. Aber steht nicht im Regal, ne. Okay, schade. Ich habe geguckt. Und ja. Der war schon gut, aber kommt dann, wenn du mal die Serie gesehen hast, das war bei uns so das Manko, kommt der nicht mehr so, der kommt nicht mehr so. Aber gut, hey, deine, das ist deine 2. Meine 2 ist Batman, der Weiße Ritter von Sean Murphy. Muss ich das nochmal erzählen? Nee, ne? Muss ich nicht erzählen. Muss ich nicht. Mein Platz 1, der Weiße Ritter. Echt jetzt? Ja. Aber nur der erste Band. Nur der erste Band. Nur der erste. Wir reden hier, der zweite ist furchtbar. Wir reden hier nur vom ersten Band. Der zweite ist ein ganz großer Quatsch. Furchtbar. Na, fand ich nicht. Fandest du auch in der Review. Ist egal. Nein, hast du gar nichts gesagt. Alter, jetzt revidiert er hier gerade seine Review. In der Review hast du nichts gesagt, das ist ein ganz großer Quatsch. Da hast du gesagt, es hätte besser sein können. Und du fandest es unverschämt, dass es sich der Weiße Ritter nennt. Ganz genau. Gesagt, das ist ein ganz großer richtig, Quatsch. Weil es mit dem Weißen Ritter eigentlich nichts zu tun hat. Aber ja. Er hat mich einfach am meisten überrascht. Okay. So, weil er einfach voll in meine festgefahrene Denke reingegrätscht ist. Mhm. Schön. Du hast mir einen Superhelden-Comic gegeben. Ja. Es war kein Superhelden-Comic. Und Batman war einfach der Bösewicht. Auf eine nachvollziehbare, intelligente Art und Weise, doch, stimmt schon. Ja. Erzählte Geschichte. Ja, war. Dementsprechend hat er mich einfach mega überrascht und ich fand ihn einfach super. Ja, und dann kam der zweite Teil. Ja, den gibt's halt einfach nicht, aber ist egal. Ich fand's halt schade, dass beim zweiten Teil einfach so viel in Graben gefahren wurde, was man im ersten so schön einfach aufgebaut hatte. Und es hat ja damit schon angefangen, dass die Erzählweise einfach wieder auf Batman überging und wir die ganze Geschichte aus Batmans Augen erlebt haben und nicht mehr eben von Jack Napier, vom eigentlichen Joker, aber der dann auch gar nicht mehr so präsent war. Richtig. Was ich aber am zweiten Band auch gut fand, war damals, dass der Autor so ein paar Schritte gegangen ist, die wow waren. Jedenfalls, ich weiß nicht, ob er der beste Comic war, den wir das Jahr gelesen haben. Ich glaube nicht. Aber er hat mich halt einfach am meisten überrascht. Ja, und deswegen ist er mir halt am meisten im Gedächtnis geblieben. Und deswegen sage ich, ja, doch. Ja, darum geht's ja auch. War cool. Meine Nummer 1 ist... Meinst du, was wie ein Blast oder sowas war schon auch irgendwie geil, fand ich. Jetzt ja, aber so. Da bin ich noch nie... Aber das ist so... Weißt du, Batman, ich habe jetzt auch Comics genommen, die für mich in der Hinsicht schon fast abgeschlossen sind. Oder vor Blast habe ich noch zu wenig gelesen, um da mir ein komplettes Endurteil... bilden zu können. Ich habe ein Band gelesen von 4. Das reicht mir einfach noch nicht, um das überhaupt einfließen zu lassen. Aber Blast ist einer, wenn er so weitermacht wie jetzt mit dem ersten Band, dann ist das so eine Geschichte, die kommt die definitiv in eine Liste. In irgendeine Liste. Und wenn es die Spammelliste ist. So schaut es einmal aus. Meine Nummer 1 ist Gung Ho von Cross Cult, also von Benjamin von Eckertsberg und Thomas von Kummernd. Gung Ho deswegen. Auch ein Coming of Age eigentlich. Wow, jetzt kommen sie alle, ne? Die ganzen Vorhin, wie wir gedreht haben. Kein einziges Ding eingefallen halt. Wir hatten noch Michael Giants und dann hatten wir noch diesen Coming of Age. Genau. Ja, eigentlich hatten wir noch mal welche. Keine Ahnung, jetzt kommen sie alle. Hätte ich mal vorher hier reingucken. Warum ist das meine Nummer 1? Weil es mich einfach überrascht hat. Auch wie es dir so geht. Ich habe was anderes erwartet.
und wurde sehr positiv überrascht. Erstmal durch die tollen Zeichnungen tatsächlich, die ich bombastisch finde, immer noch. Also der Zeichenstil ist für mich mega. Mhm. Diese ganzen kleinen Details vom Panini-Abziehbild über die Blumen-Tapete, ja. War nicht Gung Ho der, der eigentlich der digital gezeichnet wurde? Das ist der, genau. Ja, das ist der. Und also fantastisch. Und ja, vielschichtige Charaktere, eine tolle Geschichte. Es sind mal keine Zombies, aber trotzdem ist es Dystopie, das Ende der Welt. Und ja, es geht drunter. Ich drunter und drüber halt. Ich finde es cool, diese ganzen zusammen. Wie soll ich das sagen? Halt, diese ganzen Zusammenflüsse, dieser ganzen Ereignisse, die da passieren und auf die Charaktere halt auch reagieren müssen und wie sie reagieren und es sind Jugendliche und dann kommt die Liebe ins Spiel und dieses und jenes und dann hast du aber noch diese weiße Plage außenrum, die wirklich keine Gnade zeigt und diese ständige Bedrohung, die man halt einfach hat, die aber erst viel später eingebaut wird in die Geschichte, weil am Anfang ist es ja fast wie so ein Sommermärchen halt, naja, Kinder fahren ins Ferienlager, keine Ahnung, ne, und machen da Party und Sex und hier und Drogen, keine Ahnung, Alkohol. Und auf einmal, bam, ne, kriegst du mal so richtig in die Fresse und dann nimmt das Ganze so richtig Fahrt auf und den fand ich schon sehr gut. Also, und es ist eine fünfbändige Reihe. Okay. Im fünften Band ist das Ganze erzählt und dafür finde ich das schon sehr gut. Okay. Ja, also das ist mein Numero Uno. Ja, mal gucken. War's schon? Ja. Wow, Wiedersehen. Genau. Wir fassen uns ein bisschen kürzer. Ja, genau. Wir machen jetzt mal keine 5 Stunden. Das waren so unsere 3. Wir haben am Anfang noch gesagt, machen wir 10, machen wir 5. Keine Ahnung. Das ist ja immer so die Geschichte. Das willst du machen vom Hundertstel ins Tausendstel. Nee, das waren jetzt mal unsere 3 Best-of-Comics, die wir empfehlenswert finden, die uns halt auch berührt haben oder halt eben überrascht haben. Genau. Und wir erwähnenswert finden. Genau. Dann war es das von uns. Schreibt mal in die Kommentare, was eure 3 sind oder wie ihr unsere 3 findet. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ihr Bock drauf habt, beim Best of 2020 Serien und Filme und Games und Unterhosen. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Bis dahin, bleibt nicht bei nötig, hebt die Haare. Haut rein, ciao, ciao.